6 Deutsche auf einer Reise ins Ungewisse. Sie lassen sich auf ein außergewöhnliches Experiment ein. Die 6 werden zu Flüchtlingen auf Zeit, machen sich auf den Weg in die Heimat der Menschen, die nach Deutschland fliehen. Wollen herausfinden, warum Menschen ihr Zuhause und ihre Familien für immer verlassen. 6 Deutsche mit ganz unterschiedlicher politischer Einstellung. Die NPD war mir einfach zu demokratisch gewesen. Sie erleben am eigenen Leib, was es heißt, auf der Flucht zu sein. Oh, der kotzt richtig Galle. Für mich ist das Projekt hier offiziell beendet. Sie erfahren, was Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa erwartet. Schlimmer kann das echt eigentlich kaum sein. Wenn wir jetzt so und so viele Millionen, tausende Flüchtlinge nach Deutschland aufnehmen würden, dann wird das ganze Wirtschaftssystem, was wir haben, das nicht halten können. Wer sind wir, dass wir hier sitzen und über deren ihre Meinung, ihren Glauben da diskutieren oder was sie da vielleicht empfinden oder nicht empfinden? Das wissen wir nicht. Sie treffen Menschenschmuggler. Dass er ein Gutmensch ist, das kann er mir in 1000 Jahren nicht erzählen. Die Jungs pissen Eiswasser, sonst würden die sowas nicht machen. Der war nur am Zittern, der war nur fertig. Mir war nicht klar, was wirklich für Leid hinter den einzelnen Menschen steckt. Sie übernachten in Flüchtlingslagern. Alle lassen diese Menschen im Stich und das ist einfach sehr bezeichnend. 3 Wochen sind sie auf der Flucht. Wohlfühlen tue ich mich hier drin nicht, aber egal, es ist vor allem die Luft hier drin, das ist ätzend irgendwie. Viele Auseinandersetzungen. Du nimmst in dem Moment selber keine Rücksicht auf diese Kultur. Setzt dich überall hin, tanzt da rum und provozierst auf eine Art und Weise diese Leute. Und harte Lebensbedingungen. Da ist auch um mich das Ungeziefer überall. Nichts Ekligeres als Plumpsklos, oder? Bringen Sie an Ihre Grenzen. Ich war eigentlich nur darauf konzentriert, weiterzuatmen und irgendwie am Leben zu bleiben. Das hat uns zusammengeschweißt. Ich glaube, dass wir alle füreinander da waren und dass auch jeder um den anderen irgendwie so Angst hatte. Eine Reise, die ihr Leben für immer verändern wird. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mir das so nahe geht. Das Mittelmeer ist ein Massengrab. Was weiß man denn über das Boot, das gestern Nacht gekentert ist? 20 Leichen hat man inzwischen schon gesichtet. Flüchtlinge werden an den Grenzen einfach ins Wasser geworfen. Dabei starben mindestens 18 Menschen. 45 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Allein in Deutschland gab es im vergangenen Jahr 77.000 Asylanträge. Warum setzen so viele ihr Leben aufs Spiel, um nach Deutschland zu kommen? Diese 6 wollen es herausfinden. Model und Schauspielerin Mirja Dumont, zweifache Mutter aus Hamburg. Aber ich glaube tatsächlich, wir können nicht allen helfen. Johannes Kleer, Buchautor und ehemaliger Soldat. Menschen, die nach Deutschland kommen, haben definitiv die Pflicht, sich zumindest unserem Grundgesetz zu unterwerfen und den Werten, die damit einhergehen. Katrin Weiland, Bloggerin und Fan von Thilo Sarrazin. Deutschland schafft sich ab. Ich denke, da ist schon auf jeden Fall was dran. Kevin Müller, Nazi-Aussteiger und ehemaliges NPD-Mitglied. Also ich würde sagen, die Angst vor Überfremdung ist schon mal ein falsches Wort. Also wir hatten keine Angst, wir hatten wirklich, ja, Panik. Songül Çetinkaya, Sozialarbeiterin mit türkischen Wurzeln. Natürlich ist es schrecklich, dass Migranten durch Gewalttaten auffallen, klar. Aber genauso schlimm ist es, dass irgendwelche durchgeknallten Nazis durch die Lande ziehen und Griechen und Türken ermorden. Und Stefan Weidner, Musikproduzent und ehemaliges Bandmitglied der Bösen Onkels. Man kann Leute, die an die Tür klopfen und Hilfe brauchen, nicht einfach abweisen. Begleitet werden sie auf ihrer Reise von dem Journalisten und Nahostexperten Daniel Gerlach. Willkommen bei Auf der Flucht, das Experiment. Ihr 6 habt euch entschieden, an einem außergewöhnlichen Projekt teilzunehmen. Und ihr wisst sehr wenig von dem, was euch in den nächsten 3 Wochen erwartet. Das hat auch seinen Grund, denn die meisten Flüchtlinge, die nach Deutschland oder nach Europa kommen, wissen gar nichts von dem, was ihnen bevorsteht. Sie wissen, wohin sie wollen und sie wissen, warum sie weg wollen. Ihr werdet in den nächsten 3 Wochen Extremerfahrungen machen. Manche von euch wird das auch an eure Grenzen bringen.
Denn wir möchten, dass dieses Experiment so authentisch wie möglich abläuft. Wenn man auf der Flucht ist, ist man von seiner Außenwelt abgeschnitten. Man hat keinen Kontakt zu seiner Familie und zu seinen Freunden. Manchmal über Monate, manchmal sogar über Jahre nicht. Und deswegen werde ich euch jetzt eure Handys abnehmen. Auch ihre Pässe werden eingesammelt. Beschissenes Gefühl. Identität, die besitze ich in mir drinne und nicht auf ein Stück Papier. Darin sehe ich überhaupt kein Problem. Aber das Handy, das tut mir jetzt noch ordentlich weh. Also das ist echt hart. Ich werde euch jetzt in zwei Gruppen einteilen. Uns beschäftigen vor allem zwei Regionen, weil sie in unmittelbarer Nachbarschaft zu Europa liegen. Das eine ist Afrika, Nordafrika und die Sahelzone. Von dort kommen zwar nicht die meisten Flüchtlinge, aber sie sind deshalb so oft in den Nachrichten, weil ihre Flucht besonders gefährlich ist, denn sie führt über das Mittelmeer. Songül, Mirjam, Kevin, ihr werdet euch in den nächsten 3 Wochen auf die Spuren afrikanischer Flüchtlinge begeben. Katrin, Stefan, Johannes, euer Weg führt in den Nahen und Mittleren Osten. Aus keiner Region der Welt kommen derzeit so viele Kriegsflüchtlinge nach Europa. Die Kriege in Afghanistan und im Irak haben Flüchtlingswellen ausgelöst. Und zur Stunde tobt in Syrien ein blutiger Krieg, der allein jetzt schon 2 Millionen Menschen aus dem Land getrieben hat. Ihr werdet euch vor Ort ein Bild machen können. Ich hoffe, ihr seid jetzt bereit. Das Team Afrika bitte in den linken Van, das Team Nahost in den rechten. Und euer Experiment beginnt jetzt. Die Teilnehmer kennen weder das genaue Ziel noch die Reiseroute. Schritt für Schritt werden sie erfahren, wohin es als nächstes geht. Die Route für Team Afrika? Von Frankfurt über Rom nach Hergla in Tunesien. Von dort geht es auf die italienische Insel Lampedusa. Dann bis ins 9100 Kilometer entfernte Flüchtlingslager Bambasi in Äthiopien. Über Addis Abeba weiter nach Eritrea. In Frankfurt sind Mirja, Songül und Kevin auf dem Weg zu einer Familie, der die Flucht aus Afrika gelungen ist. Ich freue mich über Afrika. Ich wollte auch dahin, aber Afrika ist einfach auch, ich wollte auch dahin, weil das, glaube ich, am krassesten da ist. Jetzt haben die Nordafrika gesagt. Ja, aber es ist groß, Nordafrika. Nordafrika, ja, aber in... Zu was zählt Nordafrika? Bis Äquator oder ist das schon? Nee, eigentlich. Ich würde mal sagen, große Lager gibt es in Äthiopien. Mhm. Oder halt dann, ich glaube, Ägypten wird es nicht sein, sonst hätten sie wahrscheinlich. In Kenia haben die aber auch große Lager, wo viele Flüchtlinge hinkommen. Aber von Kenia, wie sollen wir denn bitte von Kenia nach Europa flüchten? Das dauert Boot? 3 Jahre. Boot, Container, Containerschiff? Schnell ist Kevins Nazi-Vergangenheit das Thema. Na, 8 Jahre. 8 Jahre? 8 Jahre war ich. Was davon? 3 Jahre, würde ich so sagen. 3,5 Jahre. Ich sag mal so, ein Ausstieg ist ja nie ein Prozess, der von heute auf morgen geht. Ich würde mich heute noch als Aussteiger bezeichnen, bis man komplett sich davon distanzieren kann. Kevin Müller rutschte mit 15 in die rechte Szene ab, schloss sich der NPD an. Vor knapp 3 Jahren Parteiaustritt und Ausstieg aus der Nazi-Szene. Der Auslöser? Eine Schlägerei mit Linken. Danach lehnte er Gewalt ab. Seit dem Ausstieg hat er viele gegen sich. Ich werde in verschiedene Schubladen gesteckt. Also die einen hassen mich ja, weil ich einmal dabei gewesen bin, und die anderen, ja, weil ich ausgestiegen bin. Und bei den Antifas wäre ich natürlich in die Schublade reingesteckt, dass ich noch recht konservatives, bisschen rechtsradikales Denken habe. Bei Schwarzen verbinde ich immer sofort den Gedanken mit AIDS. Auch wenn er sich von der Nazi-Szene distanziert, vermisst er die vermeintliche Kameradschaft und den Halt, den ihm sein Umfeld damals bot. Demos ist das verbindende Element, das kann man so sagen. Denn in Deutschland gibt es immer weniger Nazi-Konzerte. Und da ist so eine Demonstration natürlich der Höhepunkt. Da läuft Musik, da ist Stimmung. Man bauscht sich auf gegenüber den Antifaschisten. Und ja, wenn ich heute noch sowas sehe, dann gehen mir die Emotionen hoch. Mit seiner Haltung wird Kevin schon bald heftige Diskussionen auslösen. Auch sie kennen weder das genaue Ziel noch die Reiseroute. Für Stefan, Katrin und Johannes geht es von Frankfurt nach Athen. Von Athen fahren sie auf die griechische Insel Lesbos.
Dann weiter nach Istanbul bis in den Irak. 4108 Kilometer liegen insgesamt vor ihnen. Auf der Fahrt zu ihrer ersten Station ist Johannes' Afghanistan-Einsatz das Thema. Ich bin unter anderem in den Einsatz nach Afghanistan gegangen, weil ich meinen Horizont erweitern wollte. Weil, weil mir diese persönliche Erfahrung so wichtig war. Ich wollte wirklich verstehen, was da vor Ort abgeht. Und eine ähnliche Erwartung habe ich auch an dieses Projekt. Ich finde es unglaublich wichtig, dass ich mich selbst vor Ort überzeuge. Stefan Weidner hat andere Gründe, an dem Experiment teilzunehmen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du auch irgendwie eine Wandlung im Kopf durchgemacht hast. Naja, ich hatte ein Erlebnis auf einem Konzert, wo dann wirklich 150 Glatzen dastehen und den rechten Arm hochheben und Sieg Heil schreien. Da dachte ich immer, okay, also das ist jetzt hier nicht meine Szene. Ja? Hast du darauf reagiert? Oder? Ja klar, hat man darauf reagiert, aber in dem Moment, da kannst du nicht viel machen. Das war schon so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dann echt dachte, okay, jetzt ist Feierabend, jetzt lasse ich mir die Haare bis zum Arsch wachsen, was ich dann noch gemacht habe. Weil ich dachte, wenn das Skinheads sind, dann möchte ich damit nichts zu tun haben, so weit wie es geht, davon weggehen. Ja. Der ehemalige Bassist der Bösen Onkels lebt auf Ibiza und in Irland. Sein Markenzeichen, er verreist nie ohne Gitarre. Seine Einstellung? Ich bin ganz klar pro Asyl. Ich finde, man kann Leute, die an die Tür klopfen und Hilfe brauchen, nicht einfach abweisen. Das ist mal so generell mein Standpunkt. Nach 3 Stunden Fahrt. Ankunft in Friedland nahe Göttingen. Scheint hier ein Asyllager zu sein. Mit Schranke davor. Ach schon. Ach, guck mal hier, da oben ist eine Bundesverwaltung. Ne? Und lauter Baracken, guckt euch das mal an. Ah ja, dann ist das. Sieht aus wie eine Kaserne. Vor dem Erstaufnahmelager erwartet Daniel Gerlach die Teilnehmer, um die erste Station des Experiments zu erklären. So wie ihr jetzt hier steht, mit wenig Gepäck und wenig Ahnung von dem, was euch erwartet, so kommen jeden Tag aus aller Welt Menschen hierher nach Friedland. Friedland ist eines der größten Durchgangslager für Asylsuchende in Deutschland und man nannte es früher das Tor zur Freiheit. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nämlich gebaut für Vertriebene und später Flüchtlinge aus Osteuropa. Wie es ist, wenn man hier ankommt, das erlebt ihr jetzt am eigenen Leib und ich bitte euch, eure Koffer mitzunehmen. Ich merke, dass mein Pulsschlag mit Sicherheit 10 Beats höher schlägt als bisher. Seit der Gründung 1945 war das Flüchtlingslager für mehr als 4 Millionen Menschen die erste Anlaufstelle in der Bundesrepublik Deutschland. Heute durchlaufen Asylbewerber von hier aus die ersten Schritte des Asylverfahrens. Die Behörden prüfen, ob ihnen Schutz gewährt wird. Friedland ist eines von 19 Erstaufnahmeeinrichtungen. Das ist recht leer hier. Wie in der Behörde. Ich fühle mich wie auf der Führerscheinstelle. Jeden Neuankömmling erwartet die gleiche Prozedur. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Erst werden Passbilder für die vorläufigen Ausweise gemacht. Dann geht's normalerweise zum Gesundheitscheck. Danach werden die Zimmer zugeteilt. Diesen ganzen Verwaltungsapparat, der erinnert mich total an die Bundeswehr. Und auch das Warten und Warten auf die weiteren Schritte. Ich stelle mir nur vor, dass die Asylbewerber, die hierher kommen, vielleicht auch ein bisschen Furcht davor haben, weil sie es vielleicht gar nicht aus ihren Ländern gewohnt sind und sich vielleicht auch wie Gefangene behandelt fühlen hier. Bei Team Afrika steht ebenfalls die erste Station an. Treffen mit Familie Keado. Dankeschön. Salomon. Hallo, Songül, schön, Sie kennenzulernen. Ja. Schön. Hallo. Kevin. Sollen wir die Schuhe ausziehen? Sollen wir die Schuhe? Nein, braucht ihr nicht. Ja, braucht sicher? Ihr nicht. Das ist unkompliziert. Okay. Vielen Dank. So, ihr seid willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Nehmt euch Platz. Bitte schön, Kevin. Da die drei das Ziel ihrer Reise noch nicht kennen, haken sie nach. Wie lange sind Sie denn schon hier? In Frankfurt? Ja. Ich lebe seit etwa 10 Jahren in Frankfurt. Ah, so lange. Aber ich bin etwa 33 Jahre in Deutschland. Ah. 30? Ja. 33. Jetzt haben wir aber die größte Frage, die uns jetzt echt auf der Seele liegt. Wo kommt ihr ursprünglich her? Also wir kommen aus Eritrea. 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 Also Eritrea ist... über Äthiopien. An der genau. Grenze. Das war auch also bis 91 Teil von Äthiopien. Ja. Aha. 91 ist das Land unabhängig geworden. Mhm. Also nach einem bitteren Kampf von 30 Jahren.
Als 17-Jähriger floh Salomon alleine nach Deutschland, ließ Familie und Freunde zurück. Bei der Ankunft in seiner neuen Heimat ein ungewohntes Bild. Als wir dann mit dem Flugzeug nach Stuttgart kamen, also es war Winter, es war Februar, glaube ich, genau, am 8. Februar sind in Stuttgart angekommen. Also vom Flugzeug aus sahen wir, dass es alles schneebedeckt war. Aber wir wussten nicht, warum der ganze Boden so weiß war. Das wussten wir nicht, konnten wir nicht einordnen. Ja, klar. Also wir dachten, ist das so also unendlich weiß? Ja? Also wir müssen noch etwas sehen, wo wir ankommen. Ja? Und was war der Grund, also der konkrete Grund, wieso du geflüchtet bist? Also der Grund ist natürlich der Krieg. 30 Jahre lang herrschte Krieg mit dem Nachbarland Äthiopien, bis Eritrea 1993 unabhängig wurde. Seitdem gibt es immer wieder Kämpfe an den Grenzen. Im Einparteienstaat Eritrea ist der Militärdienst für Männer und Frauen Pflicht, manchmal sogar lebenslang und ohne jede Perspektive. Heute lebt Salomon mit seiner Familie in Frankfurt am Main. Er arbeitet in der Verwaltung einer Schule und gibt Deutschkurse. Du bist aus Berlin, ja? Ich bin ein richtiger Berliner, ja. Aha. Und gefällt dir die Stadt? Ich komme mir Berlin, also was anderes kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Für mich ist das zu östlich, also ich will irgendwie mittig, eher tendenziell nach Westen. Und Berlin liegt ein bisschen zu östlich. Und, aber schöne Stadt, sicher. Aber wieso, zu weit östlich? Naja, es ist ja, liegt ja mit, also ich muss mal vielleicht sagen, ein gewisses Vorurteil bei mir, das muss ich vielleicht auch loswerden. Ich meine nur, der Osten ist für mich ein bisschen bedrohlicher, ich war in Ostdeutschland kaum. Weil es einfach auch, der Rechtsextremismus im Osten sehr stark war und das hat mich immer bedroht. Ich sage nicht, dass es nicht im Westen sowas nicht gibt. Natürlich gibt es auch also Antisemitismus, Rassismus und so weiter, gibt es auch im Westen. Aber ich fühle mich hier sicherer als irgendwo in Rostock oder woanders. Ich habe gehört, früher warst du auch in der NPD oder weiß nicht, kann das sein? Ich war in der NPD und dann bin ich aus der NPD wieder ausgetreten. Aha. Und dann war ich freier Nationalist. Also, freier Nationalist, was ist das? Kurz und knapp gesagt, die NPD war mir einfach zu demokratisch gewesen. Mhm. Mhm. Also ich wollte noch ein Stück was radikaler werden. Mhm. Radikaler heißt, hast du auch Gewalt angewendet? Kann das sein? Ich per se nicht, nein. Per se nicht. Also ich nicht. Okay. Aber ich habe sie legitimiert, ja, könnte man so sagen. Desto länger ich aber in der Nazi-Szene drin war, desto radikaler wurden meine Ansichten. Also dann habe ich mich schon so gesehen, dass ich als Deutscher ein Übermensch bin. Und dann kommt der Mensch an sich und dann kommt der Untermensch. Kevins Haltung und seine Vergangenheit provozieren Songül. Wenn du Gewalt legitimiert hast und mit dabei warst, wenn Leute geschlagen wurden, dann soll das auch einfach hundertfach zu dir zurückkehren, Kevin. Also das finde ich echt gerade ein bisschen krass, was du das formulierst, weil erstens war ich nur einmal dabei, wo Gewalt angewendet wurde. Es wurde viel mehr Gewalt gegen mich wirklich angewendet, also bevor ich Nazi wurde. Was ist denn jetzt Gewaltanwendung an einer Schule, wo Kinder in der 5., 6. Klasse sind? Was passiert denn da? Eine Schelle? Da war ich 7. Klasse und das war 2000. Und eins, und da weiß ich noch ganz genau, es wurden amerikanische Flaggen abgefackelt von den türkischen und arabischen Schülern, weil ein Flugzeug ins World Trade Center geknallt ist. So, und weil ich dagegen was gesagt habe, wurde ich von mehreren Schülern böse zusammengeschlagen. Das war keine Schaltung. Und jeder, der denkt, in der 5., 6., 7. Klasse gibt es nur noch Backpfeifen. Also tut mir leid, aber dann lebst du auch hinterm Mond. Wenn du mir erzählen willst, dass du mit 13 die schlimmsten Kloppe deines Lebens bekommen hast, das kannst du mir überhaupt nicht erzählen. Dann bist du ja voll der Softie, Alter. Steckst du in mir drin? Warst du dabei? Da frage ich mich mal wirklich, wie du auf sowas kommst. Also du warst doch nirgendwo dabei in meinem Leben. Warst du doch nicht. Das ist doch Schwachsinn. Aber du begibst dich halt immer in diese Opferposition, weißt du? Du warst irgendwie Opfer, weil 80% waren andersartig und du hast Kloppe bekommen. Dann bist du jetzt wiederum das Opfer in der Szene Nazi, weil du Aussteiger bist. Du bist immer das Opfer. Ich verstehe aber das nicht, wie man sich so künstlich aufregen kann. Das ist überhaupt nicht künstlich. Das ist überhaupt nicht künstlich. Ich bin wirklich richtig emotional geladen gerade und sag nicht, dass das künstlich ist. Nerv mich jetzt nicht, ja? Das ist echt. Ich bin echt sauer auf dich, weil du Scheiße in deinem Leben gebaut hast. Weil du Menschen, die aus meinem Land hierher gekommen sind und die hart gearbeitet haben, um dieses Land mit aufzubauen, angegriffen hast. Das ist überhaupt nicht künstlich. Ich habe überhaupt keinen angegriffen. Ich habe höchstens politisch agiert. Unterstell mir mal nichts, okay? Sei ruhig. Du nervst. Ja? Aber volle Lotte, ey. Ich habe gestern schon gewusst, dass wir richtig schön aneinander rein werden. Ey, pff.
Was du mir hier erzählst, ist unfassbar. Songül Çetinkaya arbeitet als Streetworkerin in Berlin. Durch ihren Job hat sie Erfahrung mit der rechten Szene. Es gibt ja auch, dass irgendwelche Nazis rumlaufen. Wie gesagt, in Neukölln ist das erst passiert, dass ein Nazi auf Jugendliche geschossen hat. Und das ist ja genau das Gleiche. Dennoch kritisiert sie auch das Verhalten von Migranten. Viele Ausländer bleiben leider in ihrer Parallelgesellschaft, lernen die Sprache nicht, passen sich den Regeln nicht an, wollen sich nicht integrieren. Und dann ist es klar, dass es Probleme gibt und dass man auch abgelehnt wird. Ein Spaziergang im Park soll die Gemüter beruhigen. Kevin hat der Streit zugesetzt. Er stellt das Flüchtlingsexperiment schon am ersten Tag in Frage und überlegt, abzubrechen. Im Erstaufnahmelager Friedland sind Stefan, Katrin und Johannes auf dem Weg zu ihrer Unterkunft. So, guck mal her. Das ist unser Küchenbereich. Das heißt, für die Leute, die hier wohnen, die können hier kochen, Kühlschränke nutzen, Wasserkocher, alles das, was vorhanden ist. Super, eigentlich Küche ist immer gut. So, und hier ist der WC-Bereich für die Herren. Dann haben wir hier unsere Sanitäranlagen. Das ist aber normal, weil jede Kultur ist halt anders. Die kennen sowas auch nicht in den Ländern. Und deswegen sieht das dann auch so aus. Auch die Flaschen, die hier stehen, das ist zur Reinigung von den Leuten. Also die reinigen sich mit fließendem Wasser. Das heißt, also, weil da keine Spülung und nichts da ist, nehmen sie halt diese Flaschen. Okay. Also ich kann selbstverständlich verstehen, dass andere Kulturen auch anders mit Toilettenhygiene umgehen oder es anders handhaben als wir. Aber hier sieht man wieder ganz klar dieses Aufeinanderprallen von zwei Kulturen und auch die Gräben, die dadurch entstehen. Und ich persönlich hätte überhaupt keine Lust, dass meine Toilette zu Hause so aussieht, bloß weil jemand einen anderen Umgang damit gewohnt ist. Bis zu 7 Menschen aus unterschiedlichen Kulturen teilen sich ein Zimmer von nur 12 Quadratmetern. Und hier haben wir euer Zimmer, wo ihr übernachtet. Und ja, Bettwäsche ist vorhanden für euch. Ja. Tische, Mülleimer, Schränke. Bitte schön. Tabergemäßig, ne? Hier passt ja kaum meine Tasche rein. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ja, vielen Dank. Okay. Ja, danke schön. Ja, dann viel Spaß noch. Jo. Danke. Wenn ihr auch Spaß der richtige Ausdruck ist. Eine Nacht, zwei, kein Problem, aber jetzt, ewig lang möchte man jetzt, glaube ich, nicht hier bleiben. Bis zu 3 Monate bleiben Flüchtlinge hier, bevor es in andere Einrichtungen in Deutschland geht. Sie bekommen eine Grundversorgung und rund 130 Euro Taschengeld im Monat. Arbeiten ist nicht erlaubt. Aber Französisch? Français? Ah, c'est français. Sprach immer, Quel pays? Afghanistan. Okay. Ich war dort natürlich als Soldat und jetzt treffe ich Menschen, die aus diesem Land geflohen sind, hierher und versuchen, in Deutschland neu Fuß zu fassen, neues Leben anzufangen. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich sagen soll. Der Vater des Jungen ist mit seiner Familie aus Afghanistan nach Belgien geflohen, wo sie 3 Jahre lebten. Für ihn war Belgien immer nur eine Zwischenstation. Sein Ziel war Deutschland. Sein Sohn besuchte in Belgien die Schule und lernte Französisch. Der Vater kann bis heute keine Fremdsprache. Versteht es schon. Mein Kind geht ja auch im Ausland zur Schule. In wo denn? Und Kinder sprechen halt in Spanien. Ach so, okay, ja. Und die sind einfach viel wissbegieriger, neugieriger und die tun Sprachen einfach viel schneller auf. Mhm. Ja. Also gerade in dem Alter, ich meine, das ist ja, die saugen alles auf. Irgendwie plappern das nach und machen das ja, auch ganz spielerisch. Und deswegen lernen die Sprachen auch unheimlich schnell. In Frankfurt will Sozialarbeiterin Songül von Salomons Frau Yergalem erfahren, weshalb sie aus Eritrea geflohen ist. Du warst in der Armee? Ja. Und für wie lange? 6 Jahre. Und ungefähr 6 Jahre. Und wie alt warst du da? 21. Yergalem verließ nicht nur das Militär, sondern auch ihre Familie auf ungewisse Zeit. Ich vermisse meine Familie. Deine Eltern sind ja da auch noch? Nee, meine Eltern leider beide gestorben. Aber trotzdem, ich vermisse mein Land, ich vermisse meine Familie immer.
Natürlich, das glaube ich dir. Und was ist dein Wunsch? Willst du dann... Ja, ich wünsche einmal zurück nach Eritrea gehen und meine Eltern Friedhof zu besuchen. Inshallah, ja, klappt ja, das. Ja, ja, ich wünsche das. Auch Mirja will von Salomon mehr über die Gründe seiner Flucht erfahren. Sie will wissen, warum sich ein 17-Jähriger auf einer Reise ins Ungewisse einlässt. Ich habe in meinem Leben noch nie Krieg mitgemacht. Ich habe noch nie Krieg erlebt. Aha. Und du hast gesagt, in Eritrea war Krieg. Ja. Und du hast das bestimmt miterlebt. Ja. Wie war das so für dich? Du warst ja auch Kind. Ja, also der Krieg in Eritrea war schrecklich. Ich bin im Krieg aufgewachsen. Wir haben auch als Familie dann einen Sohn verloren. Ein Bruder von mir ist durch ein Bombardement, also durch Flugzeuge auch wiederum, ist umgekommen. Ja, also die Flieger kamen über unserem Dorf und sie haben sowohl das Haus meiner Mutter als auch das Haus meines Vaters, meine Eltern sind geschieden, haben sie zerstört. Und dabei wurde mein Bruder dann von einem Splitter getroffen und er starb dann nach einigen Stunden. Davon träumt man doch, davon wird man verfolgt, oder? Das ist ein ganz schlimmer Fall. Mir war das der Fall, die Bombardements. Also die Flieger kamen über unserem Dorf und die haben ihre Bomben abgesetzt und sind weiter geflogen. Dieser ganze Geschrei, also die Verletzten, dieser ganze Knall, also der Bombe, das hat mich schon jahrelang also verfolgt, auch als ich nach Deutschland kam. Also mindestens 7 Jahre. Mehr als 200.000 Eritreer haben ihre Heimat verlassen. Der Wunsch, eines Tages zurückzukehren, verbindet viele Flüchtlinge. Es kommt zur Aussprache zwischen Kevin und Songül. Der Streit hat beiden zugesetzt und das Projekt steht vor allem für Kevin auf der Kippe. Das Gespräch zu suchen war eigentlich relativ einfach, weil ich gemerkt habe, dass es ihn ziemlich getroffen hat, was da passiert ist. Und dann haben wir geredet. Und er hat auch in dem Gespräch dann eigentlich ziemlich cool, also weiterhin ziemlich cool reagiert und hat also gesagt, dass es für ihn sehr schwierig sei, dieses ganze Ding durchzuziehen, wenn er keine gute Gruppendynamik verspürt und dass er denkt, dass wir eben bei dem, was wir vorhaben, eng zusammenhalten sollten und dass es für ihn also schwer vorstellbar ist, das irgendwie in der Art und Weise durchzuführen. Sie hat ja wohl in ihrem eigenen Freundeskreis, Familienkreis sehr viele negative Erfahrungen mit Rechtsradikalen gemacht. Ja, und da war ich in dem Moment einfach das Druckventil gewesen. Am Abend lädt Familie Kialo die Deutschen zu einem traditionellen eritreischen Essen ein. Und das sind Linsen. Und die Linsen, also meine Frau sollte in die Mitte setzen. Genau, genau das Gleiche haben wir auch in der türkischen Küche. Ja. Das mag ich auch, ist diese Linsensuppe. Genau. Man nimmt dann so und einfach ganz natürlich wickelt man um den Essen, was man essen will. Und hast du das erste Mal in Deutschland mit Besteck gegessen oder isst ihr zu Hause auch mit? Also habt ihr? Also in Eritrea? Ja. Also in Eritrea haben wir mit den Händen gegessen, aber auch mit Besteck. Ich meine, es ist ja in den Städten ist ja nicht anders als auch hier. Natürlich auf dem Land isst man immer mit der Hand. Mhm. Zu Hause gab es sofort auf den Finger, wenn man mal mit den Fingern gegessen hat, ne? Aber ich finde das cool so. Ich esse auch gerne ausländisch. Danach heißt es Abschied nehmen. Die drei hatten gehofft, bei Familie Kialo übernachten zu können. Tschüss. Aber sie werden die Nacht in einem Asylbewerberheim verbringen. So wie Salomon nach seiner Ankunft in Deutschland. Noch sieht's gar nicht so schlimm aus. Oh weia, Alter, da ist er. Container sind das. Das sind ja Container. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Der 28-jährige Kidane aus Eritrea ist bereit, die drei bei sich aufzunehmen. Wow. Thank you. Who are you? Kidane. My name is Mirja. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you, Songül. Hi. 300 Flüchtlinge leben in diesem Heim. Kidane wohnt seit 2 Jahren hier. Meist bewohnen 2 bis 4 Männer ein kleines Zimmer. Kidane, der in seiner Heimat Meeresbiologie studierte, wohnt mit einem Landsmann zusammen.
Name ist Limon. Okay, Limon, hallo. I'm Mirja. Nice to meet you. Hello. Ja. Kommt rein. Containerführung. 50 Bewohner teilen sich eine Gemeinschaftsküche und ein Bad. Mir war von vornherein klar, dass Luxus hier nicht herrschen wird, aber das ist ja nicht mal mehr Standard. Kidane ist über Rom nach Deutschland geflohen. Ihr zeigt den dreien Bilder aus dieser Zeit, die ein Journalist aufgenommen hat. Kidane ist als Flüchtling in Italien anerkannt, bekam dort aber keine Unterkunft und keine Unterstützung. Monatelang lebte er in besetzten Häusern und im Slum in Italiens Hauptstadt. Ich kenne Bilder aus Indien, da sieht man sowas, da ist nichts Neues. Aber in Italien, das ist einfach verrückt, dass man auch davon überhaupt nichts wusste. Eigentlich hätte Kidane in Italien bleiben müssen. So sieht es das EU-Recht vor. Jeder Flüchtling muss in dem Land bleiben, in dem er zuerst erfasst wurde. Um nicht wieder nach Italien abgeschoben zu werden, hat Kidane versucht, seine Identität zu verschleiern und seine Fingerkuppen verletzt. Kannst du mir kurz deine Finger zeigen? Ja. Und dann hat er auch erzählt, dass sie sich Zement auf die Hände machen, das trocknet ein und dann zieht man das ab, damit man die Haut dran hat. Also, oh, da wird mir wirklich ganz anders. Und es ist natürlich Hammer zu sehen, dass man sich verstümmeln muss, um nicht identifiziert zu werden. Das ist unglaublich. Bei seiner Flucht von Eritrea nach Europa kam er fast ums Leben. Wie bist du von Libyen Richtung Europa gekommen? Wir sind über das Mittelmeer gekommen, mit einem kleinen Boot. Wir haben den Schleppern 1.000 Euro pro Person bezahlt. Wie groß war denn dieses Boot? Es war ein kleines Fischerboot aus Holz. Es ist überhaupt nicht sicher mit 350 Flüchtlingen an Bord. Aber die Schlepper nehmen das Geld. Die kümmern sich nicht darum, ob man überlebt. In den vergangenen 2 Jahren endete diese Fahrt für 2000 Flüchtlinge tödlich. Das ist das erste Mal, dass ich das so richtig Mitleid spüre. Ich finde das verrückt, wenn man so verzweifelt sein muss, um so eine kranke Strecke auf sich zu nehmen, dein Leben zu riskieren, um dann in so einem Container hier zu landen. Johannes, Katrin und Stefan fahren nach Bad Gandersheim. Sie treffen eine Familie aus dem Irak, die vor 8 Monaten von dort geflohen ist. Guten Abend. Hallo, Salve. Guten Abend. Hallo, Salve. Ja, ja. Dankeschön. In den ersten Monaten lebte Familie Aziz im Erstaufnahmelager in Friedland. Dann wurde ihnen diese möblierte Wohnung zugeteilt. Das ist der Fall, wenn der Asylantrag aussichtsreich ist. Wie lange hat die Reise gedauert mit dem LKW? Die Flucht dauerte 7 Tage. Wie schwer ist so eine Entscheidung, zu sagen, ich verlasse jetzt mein Land? Es fiel uns sehr schwer, das Land zu verlassen. Aber jedes Jahr haben wir gehofft, dass die Situation besser wird. Es wurde aber nicht besser. Und irgendwann mussten wir unser Land verlassen. Im Irak leben etwa 400.000 Christen. Seit Jahren werden sie terrorisiert. Sprengsätze gingen in Kirchen hoch. 2008 gab es in Mosul, dem Ort, aus dem Familie Aziz stammt, besonders viele Angriffe. 5 Jahre später hat sich die Lage kaum gebessert. Zur christlichen Minderheit gehört auch Familie Aziz. Jahrelang litt die Familie unter Anfeindungen und Anschlägen, wie diese Privataufnahmen zeigen. Granatsplitter im Garten oder in der Wäsche, keine Seltenheit. Der einzige Ausweg, die Flucht. In 7 Jahren Krieg mussten wir 7-mal umziehen. Meine Frau und ich sind schon älter. Für uns war das sehr schwer. Mich berührt das sehr, dass sie so mutig waren. Und ich finde es einfach furchtbar, dass Menschen aufgrund der Situation in der Welt gezwungen sind, sowas überhaupt tun zu müssen.
Für 12.000 Euro pro Person brachte ein Schlepper die Familie nach Deutschland. Wie auf diesem Röntgenbild waren die Assis tagelang in einem LKW eingepfercht. Ihre Familie, ist da viel Familie zurückgeblieben? Ich habe noch eine Tochter im Irak. Die älteste Tochter Hiba blieb zurück. Sie und ihr Mann können sich die Flucht mit ihren zwei Kindern nicht leisten. Das Einzige, was den Eltern in Deutschland von ihrer Tochter und ihren Enkeln bleibt, sind Fotos und Erinnerungen. Der Preis für die Flucht ist hoch. Trotzdem stehen sie zu ihrer Entscheidung. Wir kommen aus einem Land, in dem immer Krieg herrscht. Hier in Deutschland sind wir endlich in Sicherheit. Für die drei geht es zurück nach Friedland, wo sie die Nacht verbringen werden. Das Zusammentreffen hat Spuren hinterlassen. Wir haben uns über den Besuch sehr gefreut. Wir hatten uns bisher von der Welt abgeschottet. Es ist, als ob jemand ein Fenster geöffnet hätte. Ja, für mich war der Abend dahingehend bewegend, dass das jetzt gar nicht mal so die Geschichten waren, die man ja in irgendeiner Form so auch hätte ahnen können, sondern eher die Tränen, die auch dann auch dem Vater in den Augen standen. Und dann kann man sich ja etwa vorstellen, dass ein Mann heult und ein stolzer Iraker dann auch Tränen in den Augen hat. Das wird sicherlich sehr starken Emotionen bedürfen. Sechs Uhr morgens im Erstaufnahmelager. Morgen. Morgen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Eine halbe Stunde später müssen Stefan, Katrin und Johannes pünktlich zum Frühstück im Speisesaal erscheinen. Sie kommen ins Gespräch mit Herrn Basri und seiner Frau Nala. Vor drei Monaten floh das Ehepaar mit seiner 18-jährigen Tochter aus dem Irak. Auch sie wurden, wie sie sagen, wegen ihrer Religion verfolgt. Jetzt leben sie in Friedland und warten darauf, dass ihnen eine Wohnung zugeteilt wird. Ich habe den Eindruck, dass Saddam Hussein, nachdem er weg ist, sozusagen das Land richtig chaotisch wurde. Saddam war ein Diktator und wir haben unter seiner Diktatur gelitten. Aber als er weg war, wurde die Unterdrückung und Unsicherheit im ganzen Land noch schlimmer. Wir haben gehofft, dass es nach seinem Sturz allen besser gehen würde. Leider ist das Gegenteil eingetreten. Chaos entstand, Unruhe kam auf und viele Banditen und Terroristen kamen ins Land. Weit über 100.000 Menschen sind infolge des Irakkrieges 2003 getötet worden. Mirja, Songül und Kevin haben die Nacht in einem Asylbewerberheim verbracht. Ich hatte die ganze Nacht, ich habe auf dem Boden geschlafen, das Gefühl, dass irgendwas über mich rüberkrabbelt. Aber ich dachte, das ist nur Einbildung, Kopfsache. Dann als ich morgens das Licht angeknipst habe, dann ist dann tatsächlich noch eine Kakerlake über den Kühlschrank rüber und weggehuscht. Kidane aus Eritrea ist bereits dreimal nach Italien abgeschoben worden. Jetzt hofft er auf eine Duldung durch die deutschen Behörden. Bei der nächsten Station treffen die beiden Teams aufeinander. Unerwartetes steht an. Um auf Extremsituationen auf ihrer Reise vorbereitet zu sein, müssen sie ein Sicherheitstraining absolvieren. Hi, Johannes. Mit der Gruppe zusammen jetzt durch Müllerstadt durch, grob Richtung Eisenbahnschiene. Die Ausbilder sind Soldaten der Bundeswehr, die viele Auslandseinsätze hinter sich haben. Ziel des Trainings,
Teamgeist entwickeln, extrem belastende Situationen aushalten und vor allem ruhig bleiben. Die wichtigste Lektion: Verhalten bei einer Geiselnahme. Eine Kontrolle hier. Bleib hier, Junge. Brauchst du einen abhauen. Mach dir hier. Na, wandern. Wandern. Komm mal hier vor. Überprüfen. Los, Hände hoch! Ich hatte doch gar keine Last dabei. Ich bin jetzt abgefeiert. Ich hatte diese Mütze auf und ich habe wirklich schlecht Luft bekommen. Also ich weiß nicht, wie die anderen das gemacht haben. Ich habe ganz schlecht Luft bekommen. Ich war zwar nicht aufgeregt und ich wusste, das ist alles nur Fake. Aber wenn das jetzt ernst wäre, ich glaube, boah. Also wenn man allein die Bänder waren echt so eng an der Haut geschnürt und dann man weiß nicht, was passiert, man sieht ja nichts. Komm hier rüber. Hopp, hopp. Johannes Klär hat in Afghanistan bereits lebensbedrohliche Situationen erlebt. Der Fallschirmjäger hatte sich im Juni 2010 freiwillig zum Einsatz gemeldet. 7 Monate war er im Krieg an vorderster Front. Immer wieder geriet er mit seinen Kameraden in Sprengstoffanschläge und schwere Gefechte, musste um sein Leben fürchten. Feind von allen Seiten, ein Verwundeter und wir müssen die Stellung halten, weil wir die Medivacs, die den Verwundeten abholen, sichern müssen. Beim Sicherheitstraining werden die Teilnehmer durch den Einsatz von Musik unter Stress gesetzt. Letzte Eskalationsstufe, Feuer. Lang, 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 komm. Kevin wird mit Wasser übergossen. Das Tuch in Benzin getränkt. Ey, Leute, bekloppt. Nach knapp 2 Stunden ist das Training beendet. Obwohl ich wusste, dass es eine gespielte Erniedrigung von denen ihrer Seite ist, habe ich mich trotzdem erniedrigt gefühlt. Es hat mich total gestresst. Dann ist man auf den Knien, das ist sowieso schon scheiße. Und man fühlt sich so sehr erniedrigt und man darf sich dagegen nicht auflehnen. Ich glaube, wir können das nie nachempfinden, was die Flüchtlinge durchmachen. Das werden wir nie empfinden können. Nächstes Mal bei Auf der Flucht das Experiment. Besuch in einem Internierungslager in Südeuropa. Also schlimmer kann das echt eigentlich kaum sein. Ne? Johannes muss erste Hilfe leisten. Since the attack of the fascists on his head. Wir sollten an der Stelle hier fast irgendwie abbrechen, weißt du, ich meine, wer weiß wie lange. Vor den Flüchtlingsunterkünften in Rom entflammt ein Streit zwischen Kevin und Songül. Das gibt's doch gar nicht. Ich reg mich nicht drüber auf, ich frag mich, wo das Geld herkommt. Du hast dich aufgeregt. Nee. Sie erleben die Zustände in den Slums. Da ist alles kaputt und nur Müll. Und kommen als Obdachlose in Rom an ihre Grenzen. Ich spreche morgen auch ab. Für mich ist das Projekt hier offiziell beendet.